Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hildesheim und des Landtages Hildesheim und Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums und unsere Studierende. Das Semester hat wieder begonnen. Ich freue mich sehr, dass wir ein wunderbar gemischtes Publikum haben. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich freue mich besonders, Ihnen heute einen Kollegen vorstellen zu können, der, wenn man so will, ein Urgestein der österreichischen Zeitgeschichtsforschung ist. Und keinen besseren Kenner zur Biografie von Karl Renner auf diesem Erdball als Professor Dr. Siegfried Nasko aus Wien. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, liebe Kollege. Hofrat Professor Dr. Siegfried Nasko, muss ich dazu sagen. Geboren 1943 in der Steiermark in Graz. Hauptschule, dann in einer Bäckerei gearbeitet, aus einer fünfköpfigen Familie stammend, hat sich dann der junge Siegfried Nasko nach einer Volksbildungswoche für das Studium entschieden. Sein Vater sagte, ich werde narrisch. Ich würde sagen, in die Finger antizipiert. Das war für den Vater nicht vorstellbar, für den Jungen sehr wohl, nicht eine Handwerksmeister. Laufbahn weiter einzuschlagen. Und er hat schließlich studiert Geschichte und Germanistik an der Alma Mater Rudolfina in Wien in den Jahren 1966 bis 1971. Ist dann in den Stadtmagistrat der Stadt St. Pölten eingetreten, war in den Jahren 1971 bis 2004 Magistratsbeamter in St. Pölten, dort lange Stadtrat für Bildung und Kultur. Und auch Abgeordneter zum niederösterreichischen Landtag. Herr Nasko war vielfach aktiv als Gestalter historischer und zeitgeschichtlicher Ausstellungen und vor allen Dingen des Karl-Renner-Museums in Glognitz in Niederösterreich. Zahlreiche Preise und Ehrungen sind zu vermelden. 2014 bekam Herr Nasko das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Promoviert hat er über ein wissenschaftliches, historiografisches Thema über den Historiker Viktor Biebe, der seines Zeichens im Gegensatz zu Heinrich Ritter von Zürich stand. Viktor Biebe, eine sehr facettenreiche Figur, ist gewürdigt und analysiert und dargestellt worden von Herrn Nasko. Aber heute geht es nicht um Viktor Biebe und nicht um Heinrich Ritter von Zürich, heute geht es um Karl Renner. Und Renner, das darf ich vorwegnehmen, ist sowas gewesen wie ein Glücksfall in der Geschichte Österreichs, in der sehr bewegten, sehr auch von Brüchen gekennzeichneten Geschichte Österreichs. Wir wissen, was 1918 geschehen ist. Vor 100 Jahren ist die österreichisch-ungarische Monarchie, die Donaumonarchie, zerbrochen. Und vor wenigen Tagen, vor 100 Jahren, ist die Republik Österreich gegründet worden. Allerdings hieß die damals nicht Republik Österreich, sondern Deutsch-Österreich. Ich konnte sich gar nicht vorstellen, in einem Kleinstaat, wie es Österreich damals war, mit etwas mehr als 6 Millionen, nach diesem Riesenreich und seinem Zusammenbruch mit über 50 Millionen Einwohnern, in einem solchen Kleinstaat zu leben. Die Vorstellung von der Lebensunfähigkeit dieses Staates war weit verbreitet und der Anschlusswille an das Deutsche Reich umso mehr. Karl Renner steht am Beginn dieser Entwicklung, er steht vor allem am Beginn einer wichtigen Entwicklung, wo in Österreich im Wesentlichen das erspart worden ist in den ersten Jahren, was in Deutschland in den ersten Jahren der Fall war, nämlich Bürgerkrieg. Das kam in Österreich erst später. Renner steht auch 1938 für sein Bekenntnis für den Anschluss, den Anschluss an Hitler. Was er begründet hat mit seiner Position 1918 für den Anschluss. Aber dazwischen waren die Siegermächte der Pariser Nachkriegsordnung, die im Friedensvertrag von Saint-Germain festgelegt haben, Anschlussverbot. Kein Anschluss Österreichs in das Deutsche Reich. In gewisser Weise zwangen die Siegermächte seiner Zeit Österreich zur Unabhängigkeit. Staatsgründung wider Willen, Fragezeichen. Und Renner, das ist auch interessant, bemerkenswert, steht 1945 wieder an der Spitze dieses Staates, schreibt Stalin einen Brief, dem Genossen Stalin, und steht dann am Ende auch für
das wiedererstandene und geeinte Österreich, also in zwei Fällen Republikgründer, und umso mehr ist es für mich eine große Freude, den besten Kenner zu Karl Renner heute hören zu können. Herr Nasko hat viel publiziert zur Geschichte der Arbeiterbewegung, auch zur Stadt St. Pölten im 20. Jahrhundert, herausgegeben mit Willibald Rosner. Er hat über Fritz Küfer, Österreichs unbekannte Malergröße, gemeinsam mit Thomas Kuhle veröffentlicht. Vor allen Dingen aber Karl Renner in Dokumenten und Erinnerungen. Karl Renner zwischen Anschluss und Europa, gemeinsam mit Johannes Reichel. Karl Renner zu Recht umstritten, Fragezeichen, eine Wahrheitssuche. Karl Renner vom Bauernsohn zum Bundespräsidenten, auf Japanisch, herausgegeben von Takiri Aoyama. Lieber Nasko, herzlich willkommen in der Stadt, die sich auch anschickt, Kulturhauptstadt Europas zu werden. Ich will das ja auch. Ich sage immer, in Österreich verteidige ich Deutschland, in Deutschland verteidige ich Österreich. Ich drücke St. Pölten die Daumen, aber auch Hindesheim. Das werden Sie nicht verübeln. Herzlich willkommen hier. Bitte schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Gehler, vorausschicken möchte ich, für mich ist der Professor Gehler ein Leuchtstern am akademischen Himmel. Das muss ich wirklich sagen, also allen Meriten zum Trotz, also total am Boden geblieben und mit so viel Menschlichkeit ausgestattet. Es ist mir eine Ehre, dass ich hier sein darf, und das ist keine Lobhudelei, sondern das spreche ich aus dem ganzen Herzen. Nun zu meinem Thema. Die österreichisch-ungarische Monarchie war mit über 50 Millionen Einwohnern und 673.000 Quadratkilometern in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Ihre Länder schieden sich bereits in der Stunde der Auflösung des Reichs in Sieger und Besiegte. Nord- und Südslawen waren Sieger, obwohl sie diesen Krieg als Teile der Monarchie durchkämpft hatten. Österreich und Ungarn waren Besiegte. Restösterreich suchte mit letztlich 84.000 Quadratkilometern und 6,42 Millionen Einwohnern nach einer neuen Identität. Während sich die anderen Nachfolgestaaten als Nationalstaaten etablierten, hatte es keine österreichische Nationalität gegeben, sodass dem Rest nichts übrig blieb, als sich Deutsch zu nennen. Von den 2.637 Kilometern Grenzlänge waren 1.655 Kilometer neu gezogen worden. Es wurde wie Deutschland, Ungarn, Bulgarien oder das Osmanische Reich als Feind- und Verliererstaat behandelt. Mit seinem lediglich auf den österreichischen Teil bezogenen Völkermanifest vom 16. Oktober 18, Neuaufbau des Vaterlandes, beschleunigte Karl I. letztlich sogar den Zerfall der Monarchie. Österreich hätte demnach ein Bundesstaat mit der National- selbstständigen Einzelstaaten werden sollen. Unter dem Eindruck dieser Zerfallsdynamik hatten sich am 21. Oktober 18, also gestern vor 100 Jahren, die Reichsratsabgeordneten aller deutschen Wahlbezirke im niederösterreichischen Landhaus als provisorische Nationalversammlung konstituiert. Dieses Parlament bestand aus dem Rest der 1911 gewählten, die nicht schon in Warschau, Prag, Rom oder Belgrad politische Funktionen übernahmen. Von den 210 Mitgliedern gehörten 101 dem Deutschen Nationalverband, 70 den Christlichsozialen und 39 den Sozialdemokraten an. Die Nationalversammlung reklamierte alle mehrheitlich deutschsprachigen Siedlungsgebiete der österreichischen Reichshälfte und Westungarn für Deutsch-Österreich. Dieses wollte ab sofort als Vertreter aller deutschsprachigen Gebiete international anerkannt werden. Noch ließ man die künftige Staatsform, ob Monarchie oder Republik, offen, hatte sich aber auf eine Demokratie festgelegt.
Einig waren sich die Parteien auch, dass Deutsch-Österreich auf sich allein gestellt nicht lebensfähig war. So bot man den Nachfolgestaaten eine enge Kooperation als Bundesstaat, Staatenbund oder auch nur Zollunion an. Sollte dies scheitern, strebte man als Teilstaat den Beitritt zum Deutschen Reich an. In der nur 57 Minuten dauernden Sitzung wurde je ein Vertreter der drei Parteien mittels Zurufs zu gleichberechtigten Präsidenten gewählt. Sie vertraten den Staat nach außen. Ein 20-köpfiger Vollzugsausschuss, der Staatsrat, wurde aus allen Parteien gewählt und bildete die Konzentrationsregierung von Bürgern, Bauern und Arbeitern. Der Staatsrat war mit der gesamten Regierungs- und Vollzugsgewalt beauftragt. Anton Pelinka schlussfolgert im Gegensatz zu Walter Goldinger, dass auch der Sozialdemokratie eine klare Sicht auf die Zukunft fehlte. Ja, sie sei sowohl zur Revolution als auch zur Evolution bereit gewesen. Obwohl sie die Evolution wählte, sahen ihre Gegner in ihr weiterhin die Bolschewiken. Nach Helmut Konrad glaubten die in großen Wirtschaftsräumen denkenden Sozialdemokraten am wenigsten an die Lebensfähigkeit des jungen Staates. Dennoch lenkte die Sozialdemokratie den revolutionären Strom in regulierte Bahnen und gab die Grundmuster vor. Es war daher kein Zufall, dass nun Karl Renner, der über eine konstruktive Gesprächsbasis mit den Bürgerlichen verfügte, die Initiative ergriff. Die Sozialdemokraten stellten zunächst einen nur bescheidenen Regierungsanspruch. Viktor Adler, also der Parteichef, wurde Staatssekretär für Äußeres und Ferdinand Hanusch für Soziales. Weiter stellte die SDAP zwei Unterstaatssekretäre. Die Leitung aller übrigen Ämter wurden vorerst den bürgerlichen Parteien überlassen. Obwohl numerisch in der Minderheit, dominierten die Sozialdemokraten das Geschehen. So kam es nach Renner, dass eine in der Mehrheit rückständige Vertretung fortschrittliche Beschlüsse fasste. Nach Alfred Pfoser und Andreas Weigel setzten die Abgeordneten auf den extrem starken, im europäischen Vergleich einzigartigen Westminster-Parlamentarismus. Sie fällten als Legislative die Beschlüsse, zugleich verkörperten sie als Exekutive die Regierungsgewalt. Der Hauptakteur Karl Renner ragte durch Schnelligkeit und Präzision seines Handelns, seine Flexibilität, seine Kompetenz als Verfassungs- und Rechtsexperte sowie seine Gabe, Einfluss auf seine eigene Rolle zu nehmen, hervor. Sein Name fand sich aber keineswegs als Repräsentant der ersten Reihe. Renners leise Schritte an die Spitze sind allerdings aus den Protokollen ersichtlich. Schon am Abend des 21. Oktober hatte Renner im Vollzugsausschuss einen Antrag eingebracht, wonach dieser über freie Einzeichnung der Mitglieder in die Gruppen Äußeres und Krieg, Innere Verwaltung und Verfassung sowie Volkswirtschaft und Ernährung zu gliedern sei. Darin hatte Renner bereits die 6 Positionen der Leiter und der Berichterstatter vorgegeben. Für Inneres und Verfassung schlug er den deutschnationalen Präsidenten Dinghofer als Leiter und sich selbst als Berichterstatter vor. Darüber hinaus zeichnete sich Renner in die Gruppe Ernährung ein. Damit sicherte er sich als Berichterstatter eine Position im größeren Gremium. Von einem Kanzler Renner als der bestimmenden Persönlichkeit war zu diesem Zeitpunkt noch in keiner Weise die Rede. Ja, im Gegenteil. Renner erschien sogar entbehrlich. Wohl nur daraus lässt sich erklären, dass am 23. Oktober zur Delegation gehörte, die nach Berlin reiste, um deutsche Lebensmittelhilfe zu erbitten. Renner nutzte die Reise, um einen Plan über die Landesverwaltung für Deutschböhmen, Deutschmähren und Schlesien zu entwerfen. Als er diesen am 28. Oktober dem Vollzugsausschuss vorlegte, beauftragte dieser ihn zur Ausarbeitung eines Organisationsstatuts für den neuen Staat Deutsch-Österreich bis 30. Oktober. Auch dieses hatte Renner auf seiner Berlinreise bereits konzipiert.
Zur Überraschung aller brachte Renner den Antrag für ein aus 5 Abschnitten bestehendes Organisationsstatut noch am selben 28. Oktober nachmittags ein. Damit signalisierte er, dass er nicht in die zweite, sondern in die erste Reihe aufzurücken gedenke. Am 29. Oktober wurde sein Antrag im Vollzugsausschuss angenommen. Ebenso kam es zur Ernennung der Staatssekretäre, des Leiters der Staatskanzlei und des Staatsnotars. Die drei Präsidenten, der Leiter der Kanzlei und der Notar bilden das zeichnungsberechtigte geschäftsführende Staatsdirektorium. Renners Gesetzesbeschluss über die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt schloss mit ihm als Berichterstatter am 30. Oktober gleichsam als Notdach die Konstituierung Deutsch-Österreichs als demokratische Republik und Bestandteil der Deutschen Republik ab. Also der Gründungstag der Republik ist der 30. Oktober, der erste meines Wissens, der das immer wieder gepredigt hat, war Ludwig Jelitschka. Gleichzeitig wurde eine Botschaft an US-Präsident Wilson beschlossen, die nach Erich Bielka erkennen ließ, dass man die außenpolitische Lage wenig realistisch einschätzte. Der sehr selbstbewusste Ton der Botschaft, in der verlangt und gefordert wurde, sollte aber vielleicht hervorheben, dass sich Deutsch-Österreich in keiner Weise mit der besiegten Habsburger Monarchie identifizierte. Als Leiter der Kanzlei des Staatsrates sollte Renner lediglich ein legislatives Departement einrichten. Allerdings rang Renner sich im Bewusstsein, selbst der einzige richtige Mann für die Staatsspitze zu sein, in der Staatsratssitzung am 31. Oktober auch protokollarisch zum ersten Regierungsorgan empor. Über Renners ersten Antrag hieß es im Protokoll: Antrag Renner, Staatskanzler, wird ermächtigt. Ein Titel, den sich Renner selbst gab und den er beibehielt, obwohl ihm als Leiter der Staatskanzlei diese Funktion keineswegs zustand. Weiters führte Renner von der ersten Kabinettssitzung an den Vorsitz, wurde in den Protokollen zunehmend als Staatskanzler geführt und von den Kollegen mit Herr Staatskanzler angesprochen. Mit dem Vorsitz in der Staatsregierung konnte ursprünglich ein Staatssekretär betraut werden, soweit nicht einer der Präsidenten selbst den Vorsitz führte. Renners usurpierte Stellung war durch die provisorische Verfassung nicht gedeckt. Sie wurde aber durch die schließliche Verfassungsnovelle im Dezember 18 legitimiert. Für Manfred Wählan war Renners Vorsitzführung nicht rechtmäßig. Da es damals aber noch keine Verfassungsgerichtsbarkeit gab, seien die Beschlüsse nicht anfechtbar. Für Hans Kelsen trug die Verfassung vom 30. Oktober den Stempel der Revolution, weil sie einen Bruch der Rechtskontinuität bedeutete. Renners Staatskanzlei übernahm schließlich alle bisherigen Amtsgeschäfte des ehemaligen KK-Ministerratspräsidiums. Obwohl das Gesetz über die grundlegenden Einrichtungen der Staatsgewalt keine präzisen Angaben über Staatsgebiet und Staatsform enthielt, sieht Wilhelm Brauneder diese Komplexe bereits geklärt. So umriss die Herkunft der Mitglieder der provisorischen Nationalversammlung, also die Summe ihrer Wahlkreise, auch das Staatsgebiet. Renner rekapitulierte zwar, dass darin von keiner Staatsform die Rede war, Brauneder sieht diese Frage aber in der Sache geklärt. Da er die oberste Gewalt insgesamt und davon speziell die Gesetzgebung allein der Nationalversammlung zuerkannte, war das demokratische. Da die Regierungs- und Vollzugsgewalt ausschließlich dem Staatsrat als einem Ausschuss der Nationalversammlung übertrug, das republikanische Prinzip festgelegt. Ein Monarch hatte in der Konstruktion des Staatsgründungsbeschlusses keinen Platz. Als weiteres Prinzip kam das der Diskontinuität zum monarchischen Österreich, wurde in den Debatten doch durchgehend vom neuen Staat Deutsch-Österreich gesprochen, der kein Nationalitätenstaat mehr sei. Nach der Lehre der Staatsrechtler entstand dieser durch Dismembration, also Zerspaltung.
Auf Initiative Renners hatten im Übrigen die deutschen Vertreter der sieben Kronländer sowie von Deutschböhmen und Sudetenland ihren Beitritt zu Deutsch-Österreich erklärt. Darin erblickte Renner die Erneuerung der durch den Zusammenbruch liquidierten pragmatischen Sanktion von 1713. Damit begründete Renner nach Meinung seines christlich-sozialen Gegenspielers Prälat Ignaz Seipel ein Stück österreichischen Staatsgefühls. Am 12. November wartete Renner im Sitzungssaal des Parlaments ungeduldig auf den letzten kaiserlichen Ministerpräsidenten Lamasch, der die Verzichtserklärung Kaiser Karls überbringen sollte. Renners Sekretärin Malche Bölzer erinnerte sich. Als Renner wieder herauskam, erblickte er zu seiner Überraschung den in einer Ecke sitzenden Ministerpräsidenten, der offenbar geduldig wartete, bis er aufgerufen wurde. Auf die Bemerkung Renners, da sitzt ja der Lamasch, erwiderte Fräulein Bölzer betroffen, und ich habe geglaubt, das ist ein Bittsteller, ein altes Vater, das Zeit zum Warten hat. Für diesen Tag der Republiksgründung hatten die Sozialdemokraten die aufwendigsten Vorbereitungen getroffen. Im Gegensatz dazu verzichteten die Christlichsozialen von vornherein aus Sicherheitsgründen auf eine Teilnahme. Vereinzelt beteiligten sich an den Demonstrationen auch deutschnationale Gruppen mit Studenten. Ab Mittag füllte sich der Ring vor dem Parlament mit Arbeitermassen, Volkswehr und Roter Garde. Um 15 Uhr tagte im Herrenhaus-Sitzungssaal die provisorische Nationalversammlung zum dritten Mal, zum ersten Mal im Parlament. Renner legte seinen Entwurf zum Gesetz über die Staats- und Regierungsform vor, der tags zuvor im Staatsrat auf den Widerspruch einiger weniger Abgeordneter gestoßen war. In einer sehr emotionalen Rede bezeichnete Renner die volle Demokratie als Voraussetzung zur Wiederherstellung der Volkswirtschaft. Die Ausrufung der Republik entspreche dem Trend in der ganzen Welt. Auch wir müssen mit den Methoden der modernen Zivilisation regiert werden, forderte er unter Beifall. Die Konzentrationsregierung aus den drei Hauptklassen sei aus der Notwendigkeit bei der Überstürzung der Ereignisse entstanden, werde nicht von allen begriffen, erfahre aber mit diesem Gesetz eine rechtliche Sanktionierung. Dann ging Renner auf die von ihm und dem nunmehrigen Außenstaatssekretär Otto Bauer ausgearbeitete Anschlussproklamation ein. Ich zitiere: Notwendig aber ist dieser Beschluss, besonders in seinem Artikel 2, welcher sagt, dass die Deutsch-Österreichische Republik ein Bestandteil der Deutschen Republik ist. Unser großes Volk ist in Not und in Unglück. Unser deutsches Volk des Humanismus, unser deutsches Volk der Völkerliebe ist im Augenblicke tief gebeugt. Aber gerade in dieser Stunde, wo es so leicht und vielleicht auch so verführerisch wäre, seine Rechnung abgesondert zu stellen und vielleicht auch Vorteile zu erhaschen. In dieser Stunde soll unser deutsches Volk in allen Gauen wissen, wir sind ein Stamm und eine Schicksalsgemeinschaft. Österreich hatte Tausende von Beamten und mindestens 200.000 Arbeiter zu viel. Renner meinte später rückblickend, dass es vor allem die Furcht, sich allein nicht ernähren zu können und daheim keine Arbeit zu finden war, die 1918 beinahe jedermann den Anschluss an Deutschland als einzigen Ausweg erscheinen habe lassen. Das Gesetz wurde diesmal einstimmig angenommen. Die Franzosen hatten bei Kriegsende kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt, Österreich und Bayern zu ermuntern, sich zu vereinen, um einen starken katholischen Block als Gegengewicht zum protestantischen Preußen zu bilden. Österreich als Republik war, anders als die anderen Nachfolgestaaten, ein nationales Niemandsland. Die Kernnation der neuen Republik hatte ihr Zentrum außerhalb, war sie doch die Deutsche, und diese wurde von Berlin aus regiert. Auf der Rampe proklamierte Präsident Dinkhofer die Republik Deutsch-Österreich. Während Renner die beschlossenen Gesetzestexte verlas, fielen Schüsse. Renners damalige Sekretärin Bölzer erzählte mir darüber. Wir waren alle in unserem Arbeitszimmer,
im Parlament, als die rot-weiß-rote Fahne aufgezogen werden soll, stürmen plötzlich Mitglieder der Roten Garde vor, reißen aus dieser den weißen Streifen und ziehen sie als rote Fahne auf. Die Delegation stürzt ins Parlament zurück. Dieses wird sofort von innen gesichert. Die Jalousien werden ratternd heruntergelassen, was manche Rotarmisten für Maschinengewehrfeuer gehalten haben. Schüsse fallen auch wirklich, aber nur in Richtung Parlament, auch zu Renner hinauf, der wie gebannt an einem Fenster stehen geblieben ist und das Schauspiel entsetzt verfolgt. Ich habe zu Renner immer gesagt, so gehen's doch nicht zum Fenster hin, sie werden auch zu uns da heraufschießen. Renner war so verzweifelt, so habe ich ihn eigentlich noch nie gesehen. Er hat immer nur gesagt, das ist doch Unsinn, was soll das jetzt ändern? Eine Kugel traf den Chef des Pressedepartements, der Staatskanzlei Ludwig Brühl, der dabei ein Auge verlor. Zwei Menschen starben, 30 wurden verletzt. Die von Renner geführte Koalition war für die Sozialdemokratie trotz der republikanischen Verfassung ein Regelverstoß. Die Zusammenarbeit mit den Bürgerlichen schien Bauer wohl vorübergehend notwendig. Er strebte jedoch die baldigste Beseitigung dieses Makels an. Laut Bellinger identifizierte sich die Sozialdemokratie mit der jungen Republik bestenfalls deshalb, weil sie keine Monarchie und das kleinere Übel war. Renner selbst sah in der Republik eine unverrückbare und unzerstörbare Sache. Tatsache, und jeder, der sich dagegen auflehnt, gehört zermalmt. Der war also sehr martialisch, aber nur auch verbal, hat sich angepasst seinen Genossen. Er sorgte sich vor allem um die beanspruchten Siedlungsgebiete. Wir haben einen unablässigen Kampf, um jedes Stück unseres Siedlungsgebietes zu führen. Der Staatsrat war bei diesen Kämpfen und Verwicklungen von der Auffassung geleitet, dass alles zu tun ist, um Blutvergießen zu vermeiden. Dass wir kein Stück unseres Rechtes preisgeben wollen, dass wir aber von der Rechtsauffassung getragen sind, dass der Krieg zu Ende ist und dass wir alle Streitigkeiten im Wege des Rechtens und des Friedens austragen wollen. Als der ehemalige Kaiser Karl im März 1919 von Eckartsau abreisen wollte, versuchte Renner noch im letzten Moment eine formelle Abdankung zu erreichen. Dies fasste Karls britischer Ehrenkavalier als Drohung, die Abreise zu verhindern, auf und reagierte mit der Gegendrohung, seine Regierung zur Einstellung aller Lebensmitteltransporte nach Österreich zu veranlassen. Darauf soll Renner ausgerufen haben, großer Gott, er kann fahren! Einen deutlichen Bruch mit der Rechtsordnung der Monarchie stellten die am 3. April 1919 beschlossenen revolutionären Habsburger Gesetze dar. Der Kitt der großkoalitionären Vernunft-Ehe war die Verhinderung der Bolschewiken durch Kooperation mit dem aus Sicht des Bauernbundes besonnenen Teil der Sozialdemokratie. Die christlich-sozialen, nicht-industriellen Abgeordneten kennzeichnete eine gewisse passive Aufgeschlossenheit gegenüber den SDAP-Reformentwürfen. Renner vermerkte am Ende seiner Kanzlerschaft, dass Österreich an der Spitze der Sozialstaaten Europas stand und dass seine erste Regierung in den ersten 100 Tagen mehr leistete als sonst in 10 Jahren. Im strengen Winter 1918-19 herrschte in Wien Hungersnot und die spanische Grippe. Dennoch wurde Österreich eine sofortige Lieferung von tausenden Milch- und Jungkühen, Stieren, Zugochsen und Pferden, Kälbern, Mutterschweinen und Schafen als erste Rate einer Wiedergutmachung an Rumänien, Italien und Jugoslawien auferlegt. Vor der dritten Länderkonferenz am 31. Jänner 19 ermahnte Renner die Landeshauptmänner zur Solidarität mit Wien und der Staatsregierung sowie zu zentralistischen Ernährungs- und Verwaltungsgrundsätzen. Bei der am 16. Februar erfolgten Nationalratswahl errangen nach dem Verhältniswahlrecht die Sozialdemokraten 41% der Stimmen und 72 Mandate.
gefolgt von den Christlichsozialen mit 36% der Stimmen und 69 Mandaten, sowie von den deutschnationalen Gruppierungen mit 20% der Stimmen und 27 Mandaten. Je ein Mandat erhielten drei Splittergruppen. Karl Seitz von den Sozialdemokraten wurde am 5. März mit 144 von 145 abgegebenen Stimmen zum Präsidenten und Staatsoberhaupt gewählt. Protestiert wurde gegen die Besetzung deutschsprachiger Gebiete durch die Tschechoslowakei, Jugoslawien und Italien. Das Selbstbestimmungsrecht wirkte zwar logisch, wurde real, aber parteiisch stets im Entente-Interesse angewandt. Die Gebietsgesetze vom 22. November 18 sollten nach Renners Vorstellungen vor allem als Grundlage für künftige Verhandlungen, insbesondere mit den Tschechen, dienen. Kaum jemand, so Renner Jahrzehnte später, nahm an, dass Deutschböhmen und Sudetenland, die von den Alpenländern so weit getrennt waren, mit diesen zusammen auf Dauer ein Staatswesen bilden könnten. Man wollte diesen Gebieten ein beiderseits erträgliches Maß von Autonomie sichern. Gleichzeitig sollte so vermieden werden, dass sie als Rechtlose einverleibt und so Deutsch-Österreich dauernd entfremdet werden. Man habe auch vergebens daran gedacht, sollte Italien auf den Erwerb des Brenners bestehen, für Deutsch-Südtirol eine autonome Stellung zu erhandeln. Ebenso hätten die Klauseln über den Donauweg und den Dresdner Zugang zum Meer die Donauraumfrage bereits frühzeitig lösen können. Die Grenzregelung gegenüber Italien war einer der ärgsten Willkürakte der Siegermächte. Sie zerrissen damit die tausendjährige Einheit eines Landes. Italien hatte sich bereits 1915 von der Entente die Brennergrenze sichern lassen. Obwohl sich Restösterreich als völlig neuer Staat begriff, bekannte Bauer in seiner Abschiedsrede als Staatssekretär für Äußeres, dass Österreich von 1815 bis 1866 Italien in einer drückenden Fremdherrschaft gehalten hatte. Jugoslawien war mit nahezu allen Nachbarstaaten in Auseinandersetzungen verwickelt. Noch vor dem Waffenstillstand wurde am 1. November 18 Marburg und Umgebung besetzt, gefolgt von Radkersburg am 1. Dezember. Darüber hinaus übergab die Entente das slowenische bzw. gemischtsprachige Gebiet südlich der Mur und des steirischen Hügellandes an Jugoslawien. Obwohl die vorläufige Landesversammlung von Kärnten Anspruch auf ganz Kärnten erhob, wurde Südkärnten ab 7. November von südslawischen Militäreinheiten besetzt. Eine US-Field Mission unter Sherman Miles trat aus wirtschaftlich-geografischen Gründen für die Belassung der Karawankengrenze ein. Die Alliierten kamen den Jugoslawen mit der Teilung in zwei Abstimmungszonen entgegen. In Ungarn hatten tschechisches Militär die Gebiete nördlich der Donau, das rumänische Heer Siebenbürgen und die Jugoslawen die Vojvodina besetzt. Es verlor dabei 2/3 des Territoriums und 3 Millionen seiner Einwohner. Da Österreich während der unmittelbaren Nachbarschaft der ungarischen sowie der bayerischen Räterepubliken seine westliche Ausrichtung bewahrte, honorierte die Entente seit März 19 dies durch politisches Entgegenkommen wie der Gewinnung Westungarns ohne Volksabstimmung. Die neue tschechische Regierung in Prag beanspruchte die alten Kronländer Böhmen und Mähren zur Gänze. Tschechisches Militär besetzte diese mit französischer Rückendeckung, obwohl sie sich zu Deutsch-Österreich bekannten. Österreich war auf Lebensmittel und Kohle der Tschechen angewiesen. Die tschechische Regierung agierte in der Grenzfrage zwar hart, schwor die Armee aber auf ein maßvolles Vorgehen ein und positionierte sich als starker Ordnungsfaktor in Mitteleuropa. Fossa und Weigel verwiesen auf die einander widersprechenden Kriterien, nach denen die Wiener Regierung ihre Ansprüche erhob. Während sie im Fall Böhmens und Mährens die Grenzziehung nach den alten Kronländern ablehnte, setzte sie im Fall Kärnten genau darauf.
Für Tirol war eine territoriale Argumentation mit dem alten Kronland sinnlos, da Welschtirol verloren war. Grub man sich in die Forderung nach den eindeutig deutschsprachigen Gebieten ein. Bei Südtirol betonten die Italiener die hohen Tauern als natürliche geografische Grenze. Bei Kärnten tauchte dieses Argument auf österreichischer Seite mit dem Hinweis auf die Barriere der Karawanken wieder auf. Im Bewusstsein dieses Dilemmas ruderte die Wiener Regierung zurück und forderte eine Volksabstimmung zur Konfliktlösung. Es ging letztlich darum, gleich einen Mantra, zumindest nach außen eine scheinbar konzise, einheitliche Position zu verfolgen. Alle deutschsprachigen Gebiete zu Deutsch-Österreich, in Streitfällen international kontrollierte Volksabstimmungen. Als oberste Maxime galt, keine Kriege, keine militärischen Aktionen, sondern Verhandlungen und eventuell internationale Schiedsgerichte. Im Europa des 20. Jahrhunderts gab es insgesamt 4 Phasen großer Grenzverschiebungen, von denen die ersten Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg erfolgt waren. Als Grenzen im politischen Sinn werden Trennlinien zwischen Staaten verstanden. Bei den in Saint-Germain neu festgelegten Grenzen handelt es sich um diplomatisch festgelegte Grenzlinien, die vorher zusammengehörige Gebiete trennten. Zuallererst musste die Friedenskonferenz 1919 das Ausmaß der europäischen Katastrophe feststellen. Das politische Antlitz Europas war bereits verändert. 4 Reiche waren verschwunden. Zar Nikolaus II. War tot und sein Reich mit ihm gestorben. Das Habsburgerreich als Herz Europas löste sich auf und sein letzter Herrscher befand sich im Exil. Das türkische Reich war Vergangenheit. Das deutsche Reich war zusammengebrochen. Wilhelm II. Weilte im Exil. Republiken wurden ausgerufen. Aus dieser Katastrophe sollten die Siegermächte etwas aufbauen und die Hoffnungen der Welt auf eine bessere Ordnung nicht enttäuschen. Die Sieger versammelten sich, um den Besiegten die Rechnung zu präsentieren. Die einzigen Stimmen, die bei der Pariser Friedenskonferenz nicht gehört wurden, waren die der Deutschen, der Österreicher, der Ungarn, der Bulgaren und der Türken. Als Renner zum Leiter der Friedensdelegation bestellt wurde, war er zwar Staatskanzler, Ressortminister für Auswärtiges, aber war Bauer. Die Betrauung Renners mit der Leitung der Friedensdelegation geht auf den Widerstand der Christlich-Sozialen gegen Bauers Anschlusspolitik zurück. Sie hatten zu Beginn der Republik diese zwar hingenommen, zunehmend allerdings war Angst vor einer deutschen Wirtschaftskonkurrenz in einem großdeutschen Staat aufgekommen. Alliierte Sondermissionen stellten den Christlich-Sozialen großzügige westliche Hilfe für den Fall der Beibehaltung von Österreichs Unabhängigkeit in Aussicht. Bauers Anschlusspolitik war in erster Linie an der ablehnenden Haltung auch der deutschen Regierung und des deutschen Finanzkapitals gescheitert. Weil das waren weder die deutsche noch die österreichische Arbeiterschaft am Anschluss sehr interessiert, während die bürgerlich-konservativen Kräfte als Anschlussgegner agierten. Zum Nachgeben wurden die Sozialdemokraten nach dem 8. Mai 1919 gezwungen, als in Versailles der deutschen Regierung die Achtung von Österreichs Unabhängigkeit auferlegt wurde. Nach dem Anschlussverbot versuchten es Tirol und Salzburg mit überwältigenden Plebisziten. Präsident Seitz lehnte als Staatsoberhaupt die Delegationsleitung ab. Daher wurde Renner vom SDAP-Parlamentsclub nominiert. Damit konnten die Christlich-Sozialen leben, da Renner als weniger Anschluss prononciert galt, obwohl man ja mit dem Jahr 1938 immer nur mit dem Anschluss eigentlich apostrophiert. Vor 1914 hatte Renner den Anschluss als möglichen Auslöser eines Weltkrieges ausgeklammert. Nun trat er mit Berufung auf wenigstens 14 Punkte dafür ein. Renner meinte später, er sei perplex über seine Nominierung gewesen
und habe sich Gedanken gemacht, dass in seiner Abwesenheit der Koalition seine konziliante Natur fehlen werde. Im Bewusstsein, ich muss, habe er in die Leitung der Delegation eingewilligt, da man für das, was notwendig ist, den Mut haben müsse, es auch zu tun. Auf seinen Wunsch wurden ihm je ein Vertrauensmann der zwei Parteiengruppen sowie vier Generalkommissäre beigegeben. Die gesamte Delegation bestand aus 60 Personen. 70 Bevollmächtigte, 1037 Delegierte aus 32 Ländern, ganze Armeen von Ratgebern und Assistenten jeder Art waren aufgeboten worden, um, wie Churchill sagte, in 58 großen und kleinen Kommissionen über kluge und dumme Themen zu beraten. Die richtungsgebende Autorität bei den Friedensverhandlungen war der Oberste Rat, den zu Beginn mit den Regierungschefs und Außenministern 10 Mitglieder angehörten. Der Rat der 10 teilte sich später in den Rat der 4, das waren die Regierungschefs außer Japan, und den Rat der 5, das waren die Außenminister. Lloyd George hatte sich ursprünglich für Genf und gegen das atmosphärisch völlig ungeeignete Paris als Tagungsort der Friedenskonferenz ausgesprochen. Winston war ähnlicher Meinung, folgte letztlich aber dem Drängen Clemenceaus. Für den Italiener Nitti war Paris der wohl ungeeignetste Platz. Nitti hielt es für unbegreiflich, dass Wilson diese Gefahr nicht sah. Mit der Wahl von Paris fielen Vorbereitung, Leitung und richtungsgebende öffentliche Meinung in die Hände Clemenceaus. Es kam daher zur Komplikation, dass Clemenceau über dem US-Staatsoberhaupt präsidierte. Niemand hat mehr die Schwächen seines Alters in den Dienst einer vollendeten Verhandlungstechnik zu stellen verstanden als Clemenceau. Gerade weil er als Feind so tüchtig war, war er unfähig und ungeeignet, einen Frieden zu schließen, der die Stunde des Hasses überdauern konnte. Es kam de facto zum Friedensdiktat. Selten hatte ein Friede eine kürzere Lebensdauer als dieser. Clemenceau wollte mit seinen Friedensdiktaten an die Stelle des europäischen Gleichgewichts die dauerhafte Hegemonie Frankreichs setzen. Der Rat der 4 hatte die Österreicher in einem Anfall von Enthusiasmus zwar eingeladen, aber auch gleich wieder vergessen. Renner hatte alle Delegierten in zwei Arbeitsgruppen eingeteilt. Eine für Gebietsfragen und eine für Finanz- und Wirtschaftsfragen. Sie sollten ihrerseits Subkommissionen bilden und Vorträge zur Information der übrigen Delegationsmitglieder halten. Über Alltag und Eindrücke schrieb Renner am 21. Mai an seine Frau Luise. Ich halte mit meinen Delegationsmitgliedern Besprechungen ab, studiere Akten und gehe im Bad spazieren. Vorgestern war erste Vorstellung. In Zylinder und Gehrock mit grauen Seidenhandschuhen und Blattschuhen soll ich sehr elegant ausgesehen haben. Sogar ein französisches Blatt bestätigte es, bemerkte jedoch, dass mir eine zu große Goldkette über den Bauch gehangen. Wir sind vollständig eingesperrt. Mir hat man ein Auto und die Freiheit zu Ausfahrten gelassen. Aber ich mache bis jetzt absichtlich keinen Gebrauch. Bettlerstolz. Nach der Beglaubigung der Delegation wurde Deutsch-Österreich unter dem Namen Republik Österreich anerkannt. Der Name Deutsch-Österreich hätte den Verzicht auf alle nichtdeutschen Gebiete bekräftigen sollen, aus der Sicht der Österreicher. Eine Erörterung über den Anschluss, man hat schon gedreht, wie man es wollte, eine Erörterung über den Anschluss Vorarlbergs an die Schweiz lehnte Renner bis zum Ende der Staatsvertragsverhandlungen in Saint-Germain ab. Seit jener 1919 wurden weiters mehrere Varianten einer vom Völkerbund garantierten Neutralität Deutsch-Österreichs erörtert. Gemessen an den Verhältnissen der Ersten Republik stuft Richard Sage diesen Neutralitätsansatz als höchst visionär ein, kam er doch erst in der Zweiten Republik zum Zuge. Am 31. Mai
ließ Clemenceau Renners wiederholte Ansuchen und mündliche Vorsprachen endgültig zurück. Am 2. Juni erfolgte endlich die Überreichung der Friedensbedingungen. Am einschneidendsten waren die Trennung Ungarns von Österreich, die Abtrennung Südtirol bis zum Brenner sowie des Küstenlandes mit Dresden, Istrien, Teilen Kärntens und Kreins, Dalmatiens und dalmatinischer Inseln an Italien, Gebietsabtretungen an die Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und Jugoslawien, die als selbstständige Staaten anerkannt wurden, sowie das Verbot des Namens Deutsch-Österreich und des von der Wiener Nationalversammlung beschlossenen Anschluss an das Deutsche Reich. Als einzigen Gebietsgewinn erhielt Österreich das Burgenland. Bei der Übergabe sagte Renner würdevoll auf Französisch, er hat da wirklich geübt, das hat uns der Sekretärin also genau geschildert, die Österreicher wüssten, dass sie den Frieden aus den Händen der Sieger empfingen. Sie seien entschlossen, jeden Vorschlag aufrichtig zu prüfen. Er merkte an, dass es zu klären sein werde, warum die Österreicher, anders als die übrigen, gleichfalls erst nach Einstellung der Feindseligkeiten neu entstandenen Sukzessionsstaaten, einseitig als kriegsschuldige Besiegte behandelt werden. Auch die Republik Österreich habe nie einen Krieg geführt. Zwischen den Nationalstaaten könne es daher jetzt nicht um einen Friedensschluss, sondern lediglich um die Liquidierung der früheren übernationalen Gemeinschaft gehen. Was den Österreichern am 2. Juni übergeben wurde, war nach Macmillan ein eilig zusammengeschustertes Dokument, ein Druckbild von einem Vertrag. Manche Klauseln waren direkt aus dem deutschen Vertrag übernommen worden und man hatte den Text nicht auf Richtigkeit überprüft. In einer ersten Stellungnahme für die Reichspost machte Renner klar, dass die Entente mit diesem Friedensvertrag ihren Triumph gefährde, indem sie eine Leiche auf ihren Triumphwagen lade. Jetzt verstehe er, warum die Delegation so isoliert gehalten werde. Hätten die Engländer und Amerikaner doch solche Unsinnigkeiten nie unterschrieben. In Österreich wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Es kam zu zahlreichen Protestkundgebungen. Am 3. Juni fuhr Renner gemeinsam mit Sektionschef Schüller nach Feldkirch, um dort mit Seitz, Fink und Bauer die Antwortnoten der österreichischen Delegation zu besprechen. Fink war sein Vizekanzler. Am 10. Juni warf Renner Clemenceau in seiner Antwort vor, dass Österreich so der unentbehrlichsten Mittel beraubt würde. Man könne von Österreich kein Verständnis für die Zerstückelung seines Landes wegen wirtschaftlicher und militärischer Interessen der Nachbarn erwarten. Die Reste Österreichs seien so nicht lebensfähig. Es könnten nur ein Viertel der nötigen Nahrungsmittel selbst erzeugt werden. Kohle, Rohstoffe und Industriegüter müssten eingekauft werden. Außerdem seien die Transportwege zerstückelt. Es seien sehr wesentliche Änderungen notwendig. Seiner Frau schrieb Renner, dass es schlimm sei, dass die wichtigsten Leute wie Winston und Lloyd George heimgefahren und nur Leute zweiten und dritten Ranges da waren. Nach einem Putschversuch der Kommunisten mit 20 Toten und 60 Verletzten am 15. Juni 1919 forderte die Presse Renner auf, in die Hauptstadt zurückzukehren, da der Notenwechsel auch mittels Kurieren erfolgen könne. Doch Renner lehnte dies hartnäckig ab. Da sich die Übergabe des zweiten Vertragsteiles wieder hinauszögerte, wurde dies wiederum Renner angelastet. Man hielt ihn für zu wenig energisch. Innerhalb der Delegation wurde sogar über eine Abberufung Renners gesprochen. Der christlich-soziale Bürtler schlug dem steirischen Landeshauptmann Anton Rindelen die Bildung eines Konzentrationskabinetts vor, wiederum mit Renner und Fink als Kanzler und Vizekanzler, jedoch mit Slatin Pascha als Außenminister. Das Verbot des Anschlusses an Deutschland erschütterte Bauers Position,
der nun Renners Nachfolge als neuer Außenstaatssekretär als besten Ausweg sah. Tatsächlich war Renner am 26. Juli Bauer trotz mancher Selbstzweifel als Staatssekretär für Äußeres gefolgt. Er war also jetzt Staatskanzler und Außenminister. Vor der Abordnung des Auswärtigen Dienstes hielt Renner tags darauf eine Ansprache. Der Auswärtige Dienst muss sich stützen auf den Willen des Volkes selbst, auf die Demokratie. Das nächste aber, das uns angeht, ist, wir müssen einen Frieden durchsetzen, bei dem wir in Ehren leben können. Wir haben nur noch wenige Tage vor uns und in diesen müssen wir das Schicksal, das uns droht, von uns abwenden. Und er sagte weiter, wir können jetzt keine Pause machen. Niemand von euch darf eine Pause machen. Ich darf auch keine Pause machen. Und ich sage Ihnen gleich jetzt, nennen Sie mich nicht als Ihr Chef, so wie man es in den früheren Institutionen gehandhabt hat. Ich bin euer Kollege, hat er gesagt, ich bin vielleicht der Vorarbeiter, aber ich bin nur ein Arbeiter. Er wollte sich also mit Ihnen solidarisieren und wenn Sie mir Vertrauen entgegenbringen, hat er gemeint, dann werden Sie es sicher nicht bereuen. Mit dieser Rede reihte sich Renner in die von Wilson und Lenin vertretene neue Diplomatie im Gegensatz zur Geheimdiplomatie ein. Am 20. Juli war der Delegation der zweite Teil der Friedensbedingungen übergeben worden und mit diesem zusammen der revidierte erste Teil. Als Reaktion auf die Noten waren nur einige wenige Änderungen erfolgt, die jedoch keinesfalls alle Vorstellungen der Österreicher erfüllten. Im Wesentlichen waren an Verbesserungen enthalten die Volksabstimmung im Klagenfurter Becken, die Angliederung Deutsch-Westungarns, die Beibehaltung der alten niederösterreichischen Grenze an der Mach. Österreich wurde eine Berufsarmee von 30.000 Soldaten zugebilligt. Eine Reparationskommission sollte 30 Jahre lang Einfluss auf die Wirtschaftspolitik haben. Weiters erhielten die Konferenzmächte das Vorzugsrecht auf Holz, Eisen und Magnesit sowie das erste Pfandrecht auf die Staatseinnahmen. Ich möchte nur sagen, also, ich habe das dann in der Arbeiterzeitung vom August 1945 auf der Titelseite lesen können, dass Präsident Harry S. Truman in einer Pressekonferenz nach der Potsdamer Konferenz gesagt hat, diesen Fehler, den wir gemacht haben 1919, dass wir von den unterlegenen Staaten Reparationen in Form von Geld fordern, werden wir nie wieder machen. Also, und das war ja letztlich ein Segen, aber auch ein Geschäft für die Amis. Am 6. August antwortete Renner auf die Bedingungen. Man habe sich nur noch auf die Durchsetzung jener Minderungen beschränkt, die daseinsnotwendig seien. Renner stellte keine Forderungen mehr, sondern bat nur fast demütig, dass die Bestimmungen insoweit gemildert würden, dass Österreich leben könne. Vom 8. bis 10. August erstattete Renner in Wien der Nationalversammlung Bericht, sodass er Clemenceau die Beschlüsse mitteilen konnte. Die Bedingungen vom 20. Juli seien politisch, wirtschaftlich und finanziell undurchführbar. Die in der Geleitnote geforderten Änderungen stellten ein Mindestmaß der Zugeständnisse dar, die die Nationalversammlung verlangen müsse. Die Stimmung in Österreich charakterisierte Renner so. Man merke den Entwurf zwar an, dass bereits Bemühungen vorhanden seien, die Lage zu erfassen, doch mit dem Erfolg, dass die Strafe der Hinrichtung ersetzt ist durch die Verurteilung zu freiwilligem Selbstmord. Am 2. September wurde der österreichischen Delegation der endgültige, aus 6 Teilen bestehende Friedensvertrag überreicht. Nochmals wurde festgestellt, dass der Krieg nicht nur die Schuld der Dynastie gewesen sei, da kein wirklicher Protest vom Volk gekommen wäre. Die Österreicher seien daher bis zur Friedensunterzeichnung ein feindliches Volk. Aber wir sehen hier, dass Renner
Also damals 1919 das gleiche Muster wie nach 1945 angewandert hat, trotz des Jubels beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges, hat er gesagt, die Südösterreicher haben das nie gewollt, das Volk kann nichts dafür. Und das hat er nach 1945 genauso, trotz des Heldenplatzes gesagt. Nicht? Es ist ihm dabei darum gegangen, aber in Wirklichkeit um den Österreichern Strafen praktisch zu ersparen. Und das ist ihm gegangen. Wäre der Nationalitätenstaat 1920 in seiner Existenz belassen, erhalten und belebt worden, mit richtigen wirtschaftlichen und politischen Mitteln an den Westen, an Frankreich gebunden, dann hätte er nach Meinung des ungarischen Historikers Tibor Simanyi seine ureigenste überhistorische Funktion weiter ausgeübt, sich jeder germanischen Reichs- und Raumidee und aller seit langem offensichtlichen russischen westwärtigen Bestrebungen entgegengestellt. So hätten verantwortungsbewusste Sieger den Frieden in Europa bewahren können. Der Vertrag musste innerhalb von 5 Tagen angenommen werden. An Gebietsänderungen brachte er Positives, der Radkersburg und die am linken Murufer gelegenen Gemeinden Steiermarks bei Österreich bleiben sollten. Nachweislich aufgrund von Renners Bemühungen wurde jener Artikel gestrichen, der den Nachfolgestaaten das Recht auf Liquidierung aller wirtschaftlichen Güter österreichischer Staatsbürger eingeräumt hatte. Also die hätten jeden alles wegnehmen können. Ne? Das hat der Renner erreicht. Positiv war auch die Klausel, dass die österreichischen Kunstschätze nicht unter den Nachfolgestaaten aufgeteilt werden dürfen. Das ist eine Riesensache. Ne? Neu war der Artikel 88, der die Aufhebung des Anschlussverbots an Deutschland von der Zustimmung des Völkerbundes abhängig machte. Durch die Nationalversammlung wurde der Vertrag äußerst negativ beurteilt. Renner riet zur Annahme und glatten Ermächtigung zur Unterzeichnung ohne formalen Protest. Er verneinte die Frage, ob eventuell noch weitere Verbesserungen erreichbar wären. Die Christlich-Sozialen wollten zwar zuerst für einen Protest stimmen, entschlossen sich jedoch, nur eine Verwahrung im Referat Präsident Hausers einzulegen. Die Großdeutsche Vereinigung beschloss, dagegen zu stimmen. Die Sozialdemokraten erklärten, sie würden mit ebenso vielen Stimmen dafür stimmen wie die Christlich-Sozialen. Damit sollte verhindert werden, dass die gesamte Verantwortung ihnen angelastet würde. Am 6. September beschrieb Renner den Verhandlungsverlauf, die Wandlungen in der Haltung der Entente. Im letzten Entwurf, so Renner, zeige sich ein ansatzweises Verständnis. Die rechtliche Fiktion, dass Österreich der Nachfolger der Monarchie sei, werde zwar juristisch aufrechterhalten, doch in der Praxis sehr gemildert. Renner deutete den Friedensvertrag als eine Art Lösung aus den Fesseln der Vergangenheit. Habe sich doch der multinationale Obrigkeitsstaat der Habsburger als Modernisierungsbremse erwiesen. Diese Reformbremsen seien nun beseitigt. Österreich gehe einer glorreichen Zukunft entgegen, oder wirklich so. Wir werden also eine gute Wirtschaft haben. Das hat die Leute wirklich ermutigt. Und ich glaube, er hat das selber, er war ja ein sehr großer Wirtschafter auch, Ökonom, und hat auch daran geglaubt. Mit 97 gegen 23 Stimmen wurde der Staatsvertrag von Saint-Germain angenommen. Zur auferlegten Namensänderung Republik Österreich stellte Renner fest, diese sei korrekt, da Deutsch-Österreich voraussetzen würde, dass alle Deutschen im ehemaligen Österreich einen Staat bilden. Renner trat am 10. September Clemenceau zur Unterzeichnung des Staatsvertrages gegenüber. An der hufeisenförmigen Tafel saßen die Sieger, an der Spitze Clemenceau inmitten der Big Four, daran reihten sich die Vertreter der Alliierten, dann der assoziierten Mächte und zu unterst die der Nachfolgestaaten. An der offenen Seite des Hufeisens saß an einem Tischchen Renner. Im Oktober wurde der Staatsvertrag ratifiziert. Hans Haas würdigte, dass Renners Konzilianz bestehende Machtverhältnisse
zwar nicht in Frage stellte, aber auch Rechtsansprüche nicht preisgab. Karl R. Stadler betonte in Saint-Germain, habe jedenfalls Österreichs Eigenstaatlichkeit in der Völkergemeinschaft begonnen. In so mancher Hinsicht habe der moralische Sieger Karl Renner geheißen. Ende 1919 hatten die Christlichsozialen versucht, gegen die Regierung Renner ein Länderministerium zu bilden. Gleichzeitig hatten sie Verbindungen zu rechten Kreisen in Ungarn aufgenommen, um die Regierung Renner zu beseitigen. Im Anschluss an die Debatte über einen Erlass des SDAP-Staatssekretärs für das Heerwesen, Julius Deutsch, kam es am 10. Juni 1920 zum Bruch der Koalition. Darüber war Renner außerordentlich deprimiert. Er hätte mit der Großen Koalition auch als schwächerer Partner gerne weitergemacht. Kompromiss und Ausgleich waren für ihn keine Fehlentwicklungen. Vor allem sei ein Bürgerkrieg weiterhin zu vermeiden. Um physische Gewalt zu verhindern, sei Annäherung selbst an eine Diktatur besser als jeder Befreiungsschlag, der wieder nur der Bevölkerung schade. Ab 7. Juli agierte ein Proporzkabinett unter dem Vorsitz des christlich-sozialen Staatssekretärs Michael Mayer. Renner blieb Staatssekretär für Äußeres. Am 1. Oktober 1920 beschloss das Parlament einhellig die neue Bundesverfassung. Im unmittelbar nördlich von Slowenien gelegenen Teil Österreichs entschied im Oktober 1920 eine Volksabstimmung für den Verbleib bei Österreich. Gegen ungarische Versuche, das künftige Burgenland zugunsten eines politischen Einvernehmens zu behalten, blieb Renner entschieden. Es war nicht gelungen, den Frieden an die neuen Realitäten der Weltpolitik anzupassen. Es blieb bei einer einseitigen Rekonstruktion der Vorkriegswelt, wobei die Veränderungen zugunsten der Sieger diese nicht zufriedenstellten, die Besiegten jedoch zu unversöhnlichen Revisionisten machten. Stefan Zweig schrieb in seinem Essay »Wilson versagt« vorwurfsvoll, dass mit diesem Frieden vielleicht die schicksalhafteste Gelegenheit der Geschichte jeglich vertan worden sei. Damit wurde die Großmachtstellung Österreichs beendet. Was zurückblieb, war ein zerrütteter Kleinstaat, der als nicht lebensfähig erachtet wurde und den keiner wollte. Das alte Europa der fünf Großmächte war bis zur Unkenntlichkeit verändert. Der Sieg der demokratischen Staatsidee schien fast vollkommen. Erst allmählich zeigte sich, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker und das Nationalitätenprinzip allein nicht ausreichten, um Europa auf Dauer sicher für die Demokratie zu machen. Wilson war es nicht gelungen, die Machtegoismen der Westmächte wirksam an die Kette zu legen. Der Weltkrieg hatte ein Ende gefunden. Der übersteigerte Nationalismus, der ihn hervorgebracht hatte, jedoch keineswegs. Vielmehr nahm dieser jetzt vielfach noch extremere und fanatischere Formen an. Dankeschön. Anschluss. Und zuletzt haben Sie geschildert,
die Siegermächte in Paris, Saint-Germain, Anlay, das war sozusagen der Vorort, der den österreichischen Friedensvertrag getroffen hat, Trianon, das war Ungarn, Neuilly, das war Bulgarien, Sèvres-Türkei und Versailles, das wird nächstes Jahr ein Thema sein in Europagesprächen, 19. Juni 19, wird es am 28. Juni. Deutsches Reich, das Deutsche. Sie haben auch hingewiesen, dass man österreichischerseits von einem Staatsvertrag eher sprechen wollte als von einem Friedensvertrag. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ein Staatsvertrag wird geschlossen mit einem Staat, der nicht kriegsbeteiligt war. Ein Friedensvertrag wird geschlossen mit einem Staat, der Krieg geführt hat. Man hat aber die österreichische Verfassungsdebatte darauf Wert gelegt, dass man einen Staatsvertrag eigentlich schließen wollte. Dass man keine Kontinuität zur Habsburger Monarchie repräsentieren wolle. Dazu vielleicht auch noch einige Hinweise von in der Diskussion. Ich eröffne jetzt die Debatte. Bitte bilden sich Fragen. Wenn ich dazu nur was sagen darf, was den Staatsvertrag betrifft, das war eine reine Idee von Karl Renner, der in gleicher Form auch nach 1945 wiederholt hat. Er hat immer gesagt, wir wollen einen Staatsvertrag und keinen Friedensvertrag. Und auch nach 1945 haben die Amerikaner dem entsprochen. Wir haben auch nach 1945 keinen Friedensvertrag, sondern einen Staatsvertrag bekommen, so wie 1919. Es war deswegen trotzdem unglaublich schwer zu tragen. Aber semantisch war es gescheitert. Wobei man sagen muss, in den Dokumenten, in den diplomatischen Akten, finden wir Mischformen, auch nach 1945. Da ist wiederholt auch von Austrian Peace Treaty die Rede. Oder die Franzosen schreiben von Traité de Paix. Also in den diplomatischen Korrespondenzen, auch nach 1945, ist das nicht eindeutig, aber die österreichische Position, die war eindeutig. Man will einen Staatsvertrag. Und den hat man schließlich bekommen, 1955. Allerdings, Artikel 4, Anschlussverbot, sei es ökonomisch oder politisch. Und hier haben wir wieder die Kontinuität zu Saint-Germain. Fragen an den Referenten, bitte schön. Herr Lindahl, bitte schön. Also, die Österreichische Republik ist ja 1933 dadurch beendet worden, dass Herr Staatskanzler Renner, der damals Präsident des Nationalrates war, abrupt zurücktrat und seine Stellvertreter auch die großartige Idee hatten, zurückzutreten. Und damit war das Hohe Haus für einige Minuten unfähig zu tagen. Und das hat Dr. Dollfuß dann zur Gelegenheit genommen, die Macht zu ergreifen aufgrund einer Notstandsklausel aus dem Kaiserreich. Ist das ein feiner Zug von Herrn Renner gewesen oder ist das Schusslichkeit gewesen? Es haben über andere geraten, er soll zurücktreten als Parlamentspräsident. Naja, es ist so, dass in der Sozialdemokratie seit längerem diskutiert wurde, intern, also wie das durch die Präsidentenposition, die man gerne angenommen hatte und auch dafür kandidiert hat, dass die aber bei den Abstimmungen eine Stimme uns wegnimmt. Und daher hat also Otto Bauer bei dieser Sitzung am 4. März 1933 den Adolf Scherf und Danneberg zu Renner geschickt. Und wir haben ihm gesagt, es wird gewünscht, dass er seine Präsidentenfunktion niederlegt. Und Renner, obwohl man immer sagte, er wollte bei sich was werden, er hat immer parteiloyal gehandelt und hat auch hier parteiloyal, ohne nach, er, der Verfassungsrechtler, hat überhaupt nicht nachgedacht, sondern die haben das entschieden und hat das gemacht. Und mir hat sein Enkel erzählt, der war also dabei bei der Sitzung, hat das oben gehört von der Tribüne aus und wie das aus war und der Renner dann rausgegangen ist, hat er gesagt zu seinem Enkel, das habe ich mir nicht gedacht, damit habe ich nicht gerechnet. Nicht? Also
Aber damit hätte er rechnen müssen. Er, der so klug war und so weit immer vorausgedacht hat. Also das war eine Sache, die mit Recht zu kritisieren ist. Da hat der Parteiloyalität über die Staatsräson gesetzt. Und das war ein schwerer Fehler und Mangel. Vielleicht noch zum Kontext, es tritt der erste Präsident zurück, es tritt der zweite zurück, es tritt der dritte zurück. Und das benutzt, wie Herr Riedauer gesagt hat, der Bundeskanzler Engelbert Dollfuß benutzt das, um zu sagen, das Parlament hat sich selbst ausgeschaltet. Die Selbstausschaltung des Nationalrats, so heißt das Parlament in Österreich. Man muss dazu allerdings auch sagen, erstens, das Stimmenverhältnis im Nationalrat in Österreich war prekär, höchst knapp. Die Christlich-Sozialen hatten eine Stimme mehr. Und Hitler war bereits in Deutschland an der Macht. Und es gab schon Wahlen, Gemeinderatswahlen in Innsbruck, wo es Erdrutschsiege gab für die NSDAP. Dollfuß befürchtete, bei den nächsten freien Wahlen in Österreich würde es zu einem Siegeszug der NSDAP kommen. Erster Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, es hat ja Bemühungen gegeben, nach der sogenannten Selbstausschaltung des Parlaments, den Parlamentarismus wieder in Gang zu bringen. Nur hat Dollfuß dafür gesorgt, dass der Zutritt zum Parlament untersagt und verwehrt worden ist durch bewaffnete Einheiten. Das heißt, Dollfuß selber benutzt das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz aus dem Jahr 1917, um die Selbstausschaltung des österreichischen Parlaments zu legitimieren. Praktisch ist es eine Ausschaltung des Parlaments gewesen durch Dollfuß. Oder sehen Sie es anders? Nein, das ist schon richtig, aber eigentlich hat dann Renner auch an diesem Passus mit Schuld. Denn im Jahr 1920, als es um die Kodifizierung der neuen Bundesverfassung gegangen ist, hat sogar ein christlich-sozialer Abgeordneter darauf hingewiesen, man möge das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz von 1917 streichen und nicht aufnehmen, auch in die neue Verfassung. Und der Renner hat gesagt, aber es gibt keinen Kaiser mehr, daher ist es auch ungefährlich. Also es war seine Fahrlässigkeit, das muss man auch sagen, der hat nie damit gerechnet, dass sowas wiederkommen kann. Nicht? Also das ist auf ihn schon auch zurückzuführen, das sage ich jetzt bewusst, weil Sie einmal gesagt haben, ich nehme ihn zu sehr in Schutz. Das kann nur passieren, wenn man sich so lange intensiv mit einer historischen Persönlichkeit beschäftigt. Macht aber auch einen Autor wieder sehr sympathisch, wenn er durch seinen Helden eintritt. In auch in schwierigen Zeiten der Kritik. Fragen an unseren Referenten? Bitte schön. Ich bitte weiterreichen. Ja, was ich noch sagen wollte, natürlich hat es immer schon im Parlament gegeben, also den Altersvorsitz. Also man hätte also ohne weiteres das Parlament wieder mit dem ältesten Mitglied des Reichs, also des damaligen Nationalrats, das in Gang setzen. Aber weil eben die Regierung das nicht wollte, hat man es auch nicht getan. Also das Parlament hat sich nicht lahmgelegt. Und im Übrigen möchte ich sagen, dass es in der Zweiten Republik auch zum Rücktritt eines Nationalratspräsidenten gekommen ist. Wer war das? Es war ein eigenwilliger zweiter Nationalratspräsident, der Ola. Der ist, weil er mit seinen Wünschen, als die Gewerkschafter nicht durchgekommen ist, hat er das hingeschmissen. Also das war ein ganz schlechtes, muss ich sagen, Erfahrung, die er mitgenommen hat. Der hat daraus nicht gelernt. Das hätte er nie dürfen. Der hat da ein furchtbares Schicksal gehabt, politisch. Bitte. Frage. Wurde denn Ungarn eigentlich auch eine Kriegsschuld zugewiesen in diesen Verhandlungen in Frankreich? Und die andere Frage, Sie haben von bolschewistischen Schießereien 1918 berichtet. Wo kamen diese bolschewistischen Garden her? Gab es in der Habsburger Armee, gab es da einen starken bolschewistischen Einfluss? Oder war es innerhalb der, ja, gab es eine Spaltung innerhalb der Sozialdemokratie, so wie in Deutschland, sodass sich dann eine bolschewistische Linie entwickelt hat? Ja, das hängt zusammen mit der
mit der Jener Streikbewegung 1918. Das ist ja von Wiener Neustadt in Österreich aus, von den Daimlerwerken, eine Streikbewegung ausgegangen, die meines Erachtens nach also auch die Chance gehabt hätte, wenn das die Sozialdemokratie als Ganze richtig erfasst hätte, auch der Renner hat es nicht erfasst, der Viktor Adler hat es nicht erfasst, wenn die also nicht die Anweisungen der Monarchie als ihre Richtschnur genommen hätten, sondern gesagt hätten, die Arbeiter haben Recht, dann hätte auch Österreich eine Chance gehabt, meines Erachtens so in der Geschichte nie mit Wien operieren, aber das war der Punkt, da sind ja 300.000 Menschen also in Streik gegangen und die Sozialdemokratie wollte nichts anderes machen, als wie dass sie also vertröstet hat, diese Sozialdemokraten, die damals ihre Arbeiterräte das erste Mal also begründet haben. Und das war dann an Ort und Stelle, hätte der Renner ja erwachen müssen, weil diese Arbeiter haben ja in Wiener Neustadt festgesetzt. Das heißt, sie haben ihn zuerst einmal ordentlich angespuckt und dann haben sie ihn festgenommen und in eine Zelle des Wiener Landesgerichts 2 Tage eingesperrt. Also, aber ihm ist der Gedanke nicht gekommen. Also wenn man diese Situation ausgenützt hätte, man hätte vielleicht, obwohl es schon viel zu spät war, vielleicht noch etwas drehen können. Ungarn und der Vertrag von Trianon? Ja, Ungarn ist also praktisch, obwohl dieser am Anfang eine distanziertere Haltung gehabt hat zu dieser Strafexpedition, ist es natürlich als neben den Deutschen in Österreich als zweite Hauptnation kriegsschuldig gewesen und zwar zur Gänze. Und das hat ja auch eine Bevorrechtung gegenüber anderen, den Kroaten und so weiter gehabt, sodass da überhaupt keine Diskussion gegeben hat. Sie waren also Hauptschuldige. Der Artikel 231 des Versailler Vertrages sprach ja erstens gar nicht von Kriegsschuld, er sprach von Verurheberschaft, einer Art Verantwortung und hat die Mittelmächte, die Koalitionspartner des Deutschen Reichs ja auch benannt. Also das ist nicht nur auf Deutschland fokussiert gewesen, sondern man hat Kriegsurheberschaft den Verbündeten der Mittelmächte generell zugewiesen. Übrigens kam der Artikel 231 von John Foster Dulles, dem seinerzeitigen Beobachter, späterer Außenminister der USA in den 50er Jahren, der diese Formulierung gefunden hat, die dann im Vertrag von Versailles 231 Artikel Aufnahme gefunden hat. Wir haben eine Frage hier von dieser Seite, bitte. Ja, ich habe das ja so richtig verstanden in Ihrem Vortrag, dass im Oktober 1918 ja bereits die Monarchie in Österreich hier abgedankt hatte. Während aber im Deutschen Reich die Monarchie noch vorhanden war, also Wilhelm II. Hatte noch nicht abgedankt, beziehungsweise er dankte ja auch nicht ab, sondern wurde dazu ja getrieben, mehr oder weniger. Aber das deutsche Westjahr kämpfte ja noch. Hatte man seitens der Österreicher Kaiser Bedenken, dass das Deutsche Reich gegebenenfalls die Österreicher hätte zwingen können, weiterzumachen? Gab es da solche Diskussionen oder längst in Wien? Der Kaiser Karl hat ja dieser Drohung immer nachgegeben. Er hat ja die ganze Zeit nachgegeben bis 3. November. Da hat er dann das Telegramm an die deutsche Heeresleitung und an den Kaiser Wilhelm gesandt, wo er die Partnerschaft und die Gefolgschaft oder Freundschaft, Waffenbrüderschaft aufgekündigt hat, weil es nicht mehr gegangen ist. Aber Österreich, wenn er das natürlich gleich beim Thronantritt gemacht hätte, hätte das vielleicht eine Chance, glaube ich, gehabt, nicht? Beim Antritt. Aber mit wem zu operieren, ist in der Geschichte eigentlich nicht erlaubt. Ne? Also, und natürlich ist die
der Verlauf der Monarchien Deutschland und Österreich fast chronologisch fast gleich gewesen. Denn der Wilhelm hat am 9. November praktisch demissioniert und der Kaiser Karl erst am 11. November. Und da war also so, es war gar keine richtige Demission, sondern ein Verzicht auf den Amtsgeschäften, den er dann, wie er Österreich verlassen hat, in Feldkirch gleich wieder widerrufen hat. Also, ja, darauf will ich gerne eingehen. Das führt nochmal auch zum Teil auf diese Frage wieder zurück. In Feldkirch erlässt Kaiser Karl ein Manifest, das war im März 1919, am 23. 24. März dieser Zeit, in dem er seinen Verzicht auf die Ausführung der Amtsgeschäfte widerruft. Ist das der unmittelbare Anlass dann für die von Ihnen ja im Vortrag erwähnten Habsburger Gesetze? Stichwort Landesverweis, Vermögensentzug, Enteignungen, Schloss Eckhardt, alles Sie erwähnt haben, ist ja noch Privateigentum der Habsburger gewesen. Ist das sozusagen der unmittelbare Anlass und Auslöser oder gab es schon vorher bei Renner Ideen, bei Kelsen und bei anderen Verfassungsexperten, Juristen, Diskussionen um solche Habsburger Gesetze? Ja. Der Karl Renner hat ursprünglich sogar daran gedacht, den Kaiser Karl in die Verhandlungen um den künftigen Frieden einzubinden. So, er hat gedacht, er könnte sogar behilflich sein, in Erinnerung an die Sixtusbriefe vielleicht, dass da also diese Verwandtschaftsverhältnisse etwas bewirken hätten können. Und Renner ist dann im Jänner 1919 das erste Mal nach Eckartau gegangen selbst, also, und hat also versucht, er wollte also den Kaiser, der ja nur einen Verzicht auf die Teilnahme an den Regierungsgeschäften unterzeichnet hat, zur völligen Abdankung bewegen. Und der Kaiser hat ihn gar nicht empfangen damals. Und die Tatsache, dass dann der Karl das bisschen, was er gegeben hat, noch widerrufen hat, hat also die Reaktion zur Folge gehabt, dass man diese Habsburger Gesetze dann mit aller Wucht beschlossen hat. Mit dem Verzicht auf die Führung der Titel. Vielleicht noch ein paar Hinweise zum Unterschied. Das ist viel ärger als in Deutschland. Ne? Also bei uns darf es kein Fonds und so weiter geben, obwohl es es schon wieder gibt. Noch ein paar Hinweise vielleicht zum Unterschied Kaiser Wilhelm und Kaiser Karl. Also Kaiser Karl, wie gesagt, hat widerrufen. Kaiser Karl hat, das hat man nicht vergessen, er war ja auch König von Ungarn, nicht auf die Führung der Amtsgeschäfte für das Königreich Ungarn verzichtet. Er hatte im Gegenteil noch zwei Restaurationsversuche unternommen in Ungarn, die gescheitert sind. Also die Erwartungshaltung bei Karl war keineswegs völliger Verzicht, völliger Rückzug, sondern der Versuch noch in Ungarn entsprechend wieder die Königswürde, nicht halt wieder, die Königswürde weiter auszuüben. Ja. Ungarn ist ja im Grunde ein Königreich geblieben ohne König, ohne Krone, mit dem Reichsverweser Miklós Horthy. Das unterscheidet schon die Situation sehr stark von der Situation Kaiser Wilhelms. Weitere Fragen an unseren Referenten? Ich hätte noch eine Frage. Bitte. Und zwar, der Staatsvertrag, der von Österreich gewollt war, ist er im Sinne von politischen Mitteln notwendig gewesen? Oder war er mehr ein Mittel, um, sage ich jetzt mal, nicht ideologisch, sondern bevölkerungstechnisch einen Imagewandel zu vollziehen? Anstatt dass man halt einen Friedensvertrag unterzeichnen würde. Ja, diese semantische Frage hat nur seinen Grund darin, dass Österreich damit auch stützen wollte die These, dass es ja nie einen Krieg geführt hat. Daher kann es auch keinen Friedensvertrag unterzeichnen, nur einen Staatsvertrag. Also nur eine Nation,
die also einen Krieg geführt hat, muss einen Frieden herbeiführen. Und er hat, ich habe das so zitiert, dass also, das gilt eigentlich auch für das Auseinandergehen mit den anderen Nachfolgestaaten, nicht? Die vorher eine Nation gebildet haben. Mit denen braucht Österreich keinen Frieden schließen, weil die braucht man nur den Bund, den gemeinsamen liquidieren, oder auch gemeint ist. Ich finde es auch richtig. Ne? Aber man hat halt dann, der Verlierer ist der Verlierer, das ist eben so. Das. Aber offensichtlich gab es unterschiedliche Rechtsverständnisse. Auf der Seite der Siegermächte ging man von einem Friedensvertrag aus und hat darauf gepocht. Also war aus der Sicht der Siegermächte des Ersten Weltkrieges Österreich, auch die Republik Österreich, die man unbedingt gefordert hat, um zu verzichten auf Deutsch-Österreich, so als Staatsname, als Krieg führt oder als zumindest als Nachfolgestaat, als ein Sukzessionsstaat, der Verantwortung hat. Das, was das kaiserliche, königliche Österreich, Habsburger Monarchie in den Jahren 14 bis 18 getan hat. Oder sehe ich das falsch? Ja, das ist vollkommen natürlich richtig, was die damals gedacht haben. Aber es war objektiv natürlich nicht richtig. Weil was ein Großstaat anrichtet, kann ich nicht ein Kleinstaat, der übrig bleibt, in die Schuhe schieben. Das war einfach, ich finde, wie man auch damals gesagt hat, das war ein Willkürakt und der Sieger. Und die hätten also schon, wenn sie umsichtig versucht hätten, einen Frieden zu machen, der Zukunft standhält, wäre das anders gewesen. Aber die Franzosen haben halt gedacht, naja, wir haben zum Beispiel 1870 beim Krieg gegen die Preußen auch den Kaiser abgesetzt und eine Republik, und trotzdem haben wir müssen einen Frieden unterzeichnen mit den anderen. Der Austausch der Eliten hat das nicht bewirkt, dass da eine Änderung in der Strafe gewesen wäre. Ne? Obwohl dieser Frieden, also muss ich sagen, also noch zu unterschreiben gewesen wäre von damals. Der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer hat einmal eine Anekdote erzählt im kleinsten Kreise, an der ich teilhaben durfte, dass der Altbundeskanzler Willy Brandt im Jahre 1990, im Jahr des Vollzugs der deutschen Einigung, seinen ehemaligen Altkanzlergenossen, Amtskollegen Bruno Kreisky in Wien besucht hat. Das war das letzte Lebensjahr von Bruno Kreisky. Er ist dann im Sommer 1990 gestorben. Und als Brandt und Kreisky zusammengekommen sind und Fischer war in Begleitung, hat der dahindämmernde, ja, ich sage nicht geistig und nachtig, sondern der dahindämmernde Kreisky den Willy Brandt gefragt: Willy, wie ist denn die Stimmung im Reich? Da hat der Fischer schlucken müssen. Er hat seinen Ohren kaum glauben können, dass das gesagt worden ist. Und für Kreisky war die Sozialdemokratische Partei Deutsch-Österreich eine Partei gewesen. Durch Nazis nichts Schlechtes erlebt. Und daher, der hat also den österreichischen Vizekanzler Fiegel damals, den hat er nicht mehr hören können, weil der hat immer noch von Dollfuß als Märtyrer geträumt. Er war damals in der Regierung Vizekanzler bei ihm. Nicht? Also der Fiegel und der Koblenig und der Schärf waren Vize. Also ein dreifaches Vizekanzlerorgan. Die haben also den Vizekanzler gespielt in drei Einheiten. Mit Jahresende ist er Bundeskanzler geworden, aber damals schon hat er so, und als Bundeskanzler hat er das noch stärker vorangetrieben, der Fiegel, und der hat er dann eingeführt mit den alljährlichen heiligen Messen am Tag der Ermordung von Dollfuß im Bundeskanzleramt. Ne?
Also, aber da hat der Renner ja nichts mehr sagen können. Oder auch der Kreisky. Ja, für Willy Brandt muss ja diese Äußerung, diese Frage besonders befremdlich gewesen sein, weil man selber im Exil war und mit dem Reich wahrscheinlich nicht so viel in Mut hatte, sondern eben der sozialistischen Internationalen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er da konkret an das gedacht hat. Ich kann nur Heinz Fischer zitieren. Die Quelle ist in dem Fall, glaube ich, unverdächtig. Ja, natürlich. Ab und zu mal ist man, wenn man älter wird, vielleicht das eine oder andere auch irgendwie in Erinnerung, kommt es wieder hoch. Das könnte gehen. Weil die Sozialdemokratische Partei Österreichs hat den Anschlussparagrafen ja noch lange im Parteiprogramm gehabt und erst gestrichen, als in Deutschland Hitler die Macht übernommen hat. Die Sozialdemokratie Österreichs hat von der gesamtdeutschen Revolution geträumt. Ja? Das war eine richtige sozialdemokratische Vision 1919, die gesamtdeutsche Revolution. Gemeinsam mit der deutschen Arbeiterbewegung ist man erst in dem Fall so stark. Weil das Österreich von 1918, 19 war ja überwiegend ländlich, bäuerlich, agrarisch, christlich, sozial dominiert, jedenfalls in den Landregionen. Wenn eine Chance auf eine sozialistische Revolution bestand, dann nur mit dem deutschen Proletariat. Also die hat der Renner immer ausgeschlossen. Der Renner hat es immer ausgeschlossen. Die Linke hat es bis nach 1945 nicht ausgeschlossen. Der Renner hat im Jahr 1947 noch den Sohn von Viktor Adler, den Friedrich Adler, der in der Schweiz war, getadelt, dass er immer noch für den Anschluss ist. Otto Bauer hat sich noch nach dem Anschluss NS-Deutschland für den Anschluss ausgesprochen. Ja, aber der Friedrich Adler noch 45. Ja. Da waren die ganzen Ruinen und der Renner hat ihn öffentlich getadelt. Also es muss ein Ende sein. Nicht? Und der Renner hat die Meinung immer vertreten. Also das, was natürlich der Otto Bauer und die Leute von einem Umschlag in die gesamtsozialistische Revolution möglich wäre, das gibt es nicht. Man muss eine Allianz bilden, weil man zu viel zu schwach ist alleine. Das hat der gewusst. Renner war offensichtlich ein Pragmatiker. Ja. Renner war offensichtlich ein Realpolitiker und kein Ideologe, kein Austromarxist, wie es Otto Bauer war. Ja, er war ein Mitbegründer des Austromarxismus. Obwohl er gleichsam in der Diskussion war. In der Diskussion und er war im Grunde doch ein eher Moderator sozusagen. Ja. Das kann man nicht sagen. Meine Damen und Herren, ja, ich hätte noch eine Frage zum Thema wegen der weltpolitischen Sicht auf zum Beispiel die Entwicklung Österreichs oder allgemein die Entwicklung Europas zu dieser Zeit. Ich meine, es hat sich ja eine komplette Regierung neu gebildet. Das war ja dann zum Beispiel gerade 1918, wo ja dann halt die Dynastie weggefallen ist, also die Regierung. Und das war ja dann auch ein bisschen später, gerade auch in Deutschland, wo ja dann Wilhelm auch genauso weggefallen ist. Wie wurde das eigentlich insgesamt betrachtet? War das für die Länder drumherum auf eine gewisse Art und Weise eine Gefahr? Genauso wie zum Beispiel auch für die größeren Länder drumherum, zum Beispiel wie Russland oder andere Gebiete. Weil, wie ja, glaube ich, auch erwähnt wurde, war es ja so, dass Frankreich auf eine gewisse Art und Weise auch eine Chance darin sah, dass Österreich sich ja so entwickelt hat. Was bedeutet der Wegfall der Monarchien in Europa? Der Verlust dieser Großreiche, die ja Monarchien gewesen sind? Das Wesentliche war ja das demokratische Prinzip. Europa sollte, also auch Mitteleuropa sollte also wie Amerika auch, wie die USA, also demokratisch strukturiert werden, modernisiert werden. Dem Volk sollte Recht gegeben werden, es sollte mitreden können. Das was eigentlich das Anliegen der Sozialdemokratie im Kern war hier sogar ein Weltanliegen. Das muss man sagen. Also, und das hat sich in vielen Dingen, also mit den Kernideen vom Renner, sehr, sehr getroffen. Weil Renner war von Anfang an, hat er also diese Nationalitätengezetter als Korsett empfunden, dass also die Entfaltung der menschlichen Qualitäten in allen diesen Ländern eigentlich hemmt. Das hat er also dort also immer so empfunden und daher wollte er die Öffnung in den Weltstaat
von Anfang an, der hat also ganz konkrete Vorstellungen noch in der Monarchie gehabt, also gleich nach 1900. Er war schon sehr weit schauend, aber nicht immer konsequent. Er hat also, wenn ein neues Ereignis gekommen ist, hat er sich mit dem gleich verbündet und von dem aus die neue Perspektive gesehen. Also er war man kann sagen, in einer gewissen Weise inkonsequent, aber er wollte damit immer realpolitisch agieren. Er wollte das Beste immer aus dem Moment heraus. Und es gibt ja Philosophien, was heißt im Hier und Jetzt leben. Das ist immer auch eine Gefahr für die Zeitgeschichte, wenn sie sich zu sehr von momentanen Ereignissen, von Augenblicksmomenten leiten lässt und zu schnell urteilt, manchmal ist es besser, ein bisschen noch zu warten und zu sehen, was herauskommt. Aber ein Politiker kann das schlecht. Er muss handeln, er muss agieren, er muss also Stellung beziehen, er kann nicht alles aussitzen. Ja, das geht nicht. Nur bedingt. Es gibt aber Ausnahmen geschaffen. Es gibt Ausnahmen geschaffen. Davon ist die jüngere deutsche Geschichte gar nicht so arm. Das ist ein neues Thema, weil das fällt, kann dann auch irgendwann der Schuss nach hinten losgehen. Meine Damen und Herren, ich sehe keine Fragen mehr. Und danke vielmals Siegfried Nasko für ein faszinierendes Szenario 1918, 1920 Österreich. Friedrich Heppel hat einmal gesagt, Österreich ist eine kleine Welt, in der die Große ihren Ober hält. Irgendwas ist an diesem Satz von Heppel aus dem 19. Jahrhundert dran. Denn tatsächlich, Sie haben das ja auch angedeutet, war dieser Frieden, der auch Österreich betroffen hat, kein wirklicher Frieden, er war ein aufgezwungenes Diktat, wider Willen. Viele Österreicherinnen und Österreicher haben sich mit diesem Staat nicht zurechtgefunden, waren mit diesem Staat nicht eins, es hat lange gedauert. Es kam der Anschluss, ein ganz anderer Anschluss, Einmarsch der deutschen Wehrmacht, Jubel auf österreichischer Seite, es kam der Krieg, dann kam die Kapitulation der deutschen Wehrmacht und die war eigentlich dann der Punkt. Österreicher waren in dieser deutschen Wehrmacht selber höchst aktiv, mussten diese Österreicher in der deutschen Wehrmacht zur Kenntnis nehmen, dass ihre persönliche Niederlage gleichzeitig auch die Chance war, einen neuen Staat zu bilden. Das musste man erst reflektieren und mit sich da ins Reine kommen, war nicht immer einfach. Und Österreich ist dann nochmal besetzt gewesen, 10 Jahre lang, 4 Mächte wie in Deutschland, aber keine Mauer durch Wien. Wien gab 5 Sektoren, einen internationalen, wo die Alliierten umgefahren sind, und 3 noch. Und 1955 kam dann der eigentliche Staatsvertrag, 15.05.55, leicht zu merken für die Kinder in der Schule. Schnapszahlen 15.05.55. Und der Preis war Neutralität. Für die Zusage einer inneren Neutralität waren alle 4 bereit abzuziehen. Und Österreich, das glückliche Österreich, musste nicht mehr heiraten, sondern Neutralität erkennen. Und dann waren sie weg, die 4 Mächte. Österreich hat eine andere Entwicklung als Deutschland, das bis 1990 geteilt wird. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, ich danke Ihnen für Ihren Vortrag, für die spannende Diskussion. Meine Damen und Herren, die Europagespräche bleiben im Zeichen des, was vor 100 Jahren geschehen ist und was die Folgen waren, aber unsere Europagespräche stehen auch in diesem Jahr besonders im Zeichen Großbritanniens und seines Verhältnisses zu Europa. Nächste Woche hören wir eine Vorgeschichte zum Brexit, die gehört dazu, sonst versteht man nicht, was im Sommer, im Juni 2016 abgestimmt worden ist, im Vereinigten Königreich. Nächste Woche, also ein anderes Thema. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Nachhauseweg und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.